Ja, genau. Der Schläfer. Wenn ich wissert, warum alles, was ich tue, nicht funktioniert, dann war er die sicher gescheiter. Aber ich bin steppert für alles. Das fängt schon in der Früh an. Ich hupfe aus dem Bett und rutsche auf meine Schlapfen aus, die natürlich vor meinem Bett stehen. Nachdem es mich hingestrahlt hat, greife ich auf alle vier ins Badezimmer. Weil stinge die auf, dann haut es mich sicher im Badezimmer wieder hin. Natürlich ist es schwierig, sie auf alle vier die Zähne zu putzen. Also stehe ich vorsichtig auf und bleib wie aufwurzelt stehen, damit es mich nicht wieder hinhaut. Aber Schussler wie ich bin, putze ich mir so stark die Zähne, dass ich wieder das Gleichgewicht verliere und mit dem Kinn auf die Badewand falle. Bei der Gelegenheit haue ich mir den linken Vorderzahn aus. Den brauche ich nicht mehr putzen. Jetzt blierte ich wie eine Sau und lege mich in die Badewanne, damit ich das Blut nicht im ganzen Badezimmer verteile. Das warme Wasser tut mir gut und ich schlafe ein bisschen ein. Wie ich wieder aufkomme, sind 2 Stunden vergangen. Ich hupfe aus der Wanne und stürze zum Telefon, um meinen Chef anzurufen. Der ist natürlich nicht da, aber seine Sekretärin lässt mich ausrichten. Ich brauche mich nicht mehr beeilen, weil mein Job macht jetzt schon ein anderer. Wenn ich das gleich gewusst hätte, wie der heutige Tag anfängt, dann wäre ich gar nicht aufgestanden und hätte noch alle Zähne im Mai. Am nächsten Tag bin ich gleich liegen geblieben. Und gut war's. Nichts ist passiert. Natürlich weiß ich, dass das keine Dauerlösung ist. Und dass der Tag kommt, wo ich wieder aufstehen muss. In Gedanken stelle ich mir schon vor, wie das sein wird, man in 2-3 Jahren ein komplett neues Gebiss braucht. Und das wird sicher bald sein. Furchtbar ist es, wenn man so wie ich die Zukunft für sich sieht. Aber ganz so deppert, wie man selber vorkommt, bin ich doch nicht. Jetzt habe ich die Lösung gefunden. Mein neuer Job ist Testschläfer bei der Bettenfirma Joka. Da liege ich den ganzen Tag im Bett und habe doch einen Haken. Wenn dann der Chef kommt und sagt, die Arbeitszeit ist zu Ende, dann drehe ich mich um und sage, heute mache ich Überstunden. Aber eine Schwierigkeit habe ich noch. Wer tragt mich zu der Firma für ihr Vorstellungsgespräch? Manchmal, oder vielleicht auch oft, habe ich Lust drauf, einen totalen Plätzchen zu schreiben. Jetzt sollte man glauben, das ist ja nicht so schwer. Man schreibt einfach, die Erde lebt hinter dem Mond und schon ist der Plätzchen fertig. Aber was fällt uns sofort auf, wenn man so will, lebt ja die Erde wirklich hinter dem Mond? Oder auch nicht. Weil im Weltall gibt es eigentlich kein Hinten und kein Vorn, kein Oben und kein Unten, kein Links und kein Rechts. Weil das Weltall ist so groß, dass wir gar nicht wissen, wo wir da genau sind. Im Weltall ist alles daneben. Drum ist jetzt leicht zum Begreifen, warum wir alle daneben sind. Bis auf die, von denen man nicht wissen können, wo sie sind. Oder ich kann dort schreiben, dass in der EU neue Medikamente am Markt kommen, damit man für die alten Medikamente keine neuen Beipackzettel drücken muss. Natürlich ist das ein Blödsinn, aber leider wahr. Oder unser Vizekanzler sagt, er kann für die Grundsicherung nicht mehr als 230 Euro hergeben. Weil sonst fühlen sie die Kürzel, die nur 1.000 Euro verdienen und dafür arbeiten gehen. Auf die Idee, dass die 1.000 Euro Bezieher vielleicht besser bedient werden, wenn sie 1.500 Euro hätten, auf so eine Idee kommt er nicht. Wir haben ca. 300.000 Arbeitslose. 50.000 gehen in einen Kurs, wo sie lernen, wie man eine Arbeit findet, wenn es eine gab. Der Spaß kostet doppelt so viel wie die 300.000 Arbeitslosen zu verköstigen. Österreich ist ein reiches Land, da kann man ruhig ein paar Milliarden für einen Unsinn ausgeben. Daran sieht man, dass gar nicht so leicht ist, ein Plätzchen zum Schreiben, der nicht wahr ist. Natürlich gibt es Sachen, die glaubt auch keiner. 3 Ratten fraßen in einer Stunde einen 5 Tonnen schweren Elefanten auf. Michael Jackson und Elvis Presley wurden um 10 Uhr Vormittag beim Schwarzfahren in der U4 erwischt. Jeder weiß, dass die 2 nie vor 12 Uhr aufgestanden sind. Alle 5 Parlamentsparteien einigen sich darauf, gemeinsam
fürs österreichische Volk zum Arbeiten. Wissenschaftler aus Uganda entwickelten ein Serum gegen Dummheit. Es wird derzeit von zahlreichen Politikern in aller Welt getestet. Die Wahrheit verlor in einem Tennismatch gegen die Lüge mit 6 zu 4 und 6 zu 3. Die unwahrscheinlichste Meldung kommt aber von mir selber. Ich werde nie wieder am Plätzchen schreiben. Danke.